Schön wieder hier zu sein. Lassen wir ein bisschen aufräumen hier. Moment, gleich haben wir das. So, mein Equipment. Aber ich glaube, das können wir da lassen. So, okay. Ja, also herzlich willkommen zum Losung-Lehrtext auch heute wieder. Im heutigen Losungstext, der ja eigentlich sehr massiv und gewaltig ist, aus Jeremia 32 und der 27. Vers lautet folgendermaßen: Siehe, ich, der Herr, bin der Gott allen Fleisches. Sollte mir etwas unmöglich sein? Ja, da stellt der Herr eine Frage. Nun, im ganzen Kapitel hier sind zwei Schwerpunkte, die aufgezeigt werden. Der eine ist, dass das Volk damals zu der Zeit, als dass die Jeremia festgehalten hatte, ziemlich abgefallen war und eigentlich gerichtsreif waren. Und der König Nebukadnezar stand vor der Tür, um sie gefangen zu nehmen und Jerusalem zu zerstören. Und warum das notwendig war, das wird in diesem Abschnitt erklärt. Und das sind ganz schön häufige Details, die da erklärt werden, warum Gott diese Strafe der Wegführung und des Gerichts über das Volk verhängen musste. Aber das Kapitel endet ganz, 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 ganz anders. Und das bringt uns eigentlich in die Zukunft oder auch in die Gegenwart eigentlich schon, dass Gott auch was verheißen hat. Und das kannst du dir selber anschauen und nachlesen und sehen, wie aktuell die Bibel da eigentlich ist. Ja? Also eins ist auch auf jeden Fall auch aktuell und wahr, das, was der Jeremia erkannt hat, wo er den Herrn zitiert: Sollte mir etwas unmöglich sein? Ja, dem Herrn ist nichts unmöglich. Also nichts, was gut und richtig ist und Rechenschaft oder richtig, was heißt Rechenschaft? Also was gerecht ist, all das ist dem Herrn möglich. Ich glaube, es gibt schon Dinge, die dem Herrn unmöglich sind. Er kann nicht lügen, er kann nicht sündigen, er kann nicht lieblos sein, er kann gerecht sein, natürlich. Aber all diese negativen Dinge, zu denen wir Menschen, seitdem wir in die Sünde abgerutscht sind, fähig sind, das ist dem Herrn unmöglich. Also insofern, aber ich glaube, da bezieht sich der Jeremia beziehungsweise der Herr auf Positives natürlich nur, ne? Etwas, was auch den Jüngern unmöglich erschien, wird uns auch im Lehrtext verraten. Da aus Matthäus 28, die Verse 17 und 18. Als die Jünger Jesus sahen, warfen sie sich nieder. Ja, aber es geht weiter. Aber einige zweifelten und Jesus trat zu ihnen und sprach: Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Oh, ja, was sagt uns hier Matthäus? Nun, er will die Jüngerschaft nicht verschönern, also idealisieren, wie das bei menschlichen Helden-Epos der Fall ist, ne? Sondern er zeigt auch die Jünger in ihrer Menschlichkeit. Ne? Als sie Jesus gesehen haben, dann haben sie anscheinend Zweifel gehabt. Ja, ist das wirklich Jesus? Ist das nicht eine Erscheinung oder träumen wir? Ich weiß nicht, was sie gedacht haben. Aber eins weiß ich, weil es uns der Text sagt: Sie zweifelten. Sie zweifelten an der Gegenwart, an der Erscheinung Jesu. Und möglicherweise
wird es so ähnlich sein, aber in einer ja massiven Weise, wenn er wiederkommt, dass da auch Menschen unter Umständen sein werden, die daran zweifeln, ja, ist das wirklich Jesus? Aber sie werden das dann schon bald erkennen und begreifen. Ja, er ist es. So wie ich nehme an, dass auch die anderen, die zweifelnden Jünger, dann doch auch zur Erkenntnis gekommen sind. Was mir dieser Text auch sagt, ist, dass wenn einer Zweifeln hat, ist das nicht die Endstation, dass er dann verloren geht, sondern der Herr in seiner großen Liebe und Gnade und Barmherzigkeit will ihm ja helfen, jedem, dass diese Zweifel unbegründet sind, dass sie aufgehoben werden, dass wir lernen, ihm zu vertrauen. Und solange er nicht erscheint in seiner Herrlichkeit, werden wir einfach auf Glauben hin Jesus nachfolgen, im Vertrauen. Natürlich können sich Zweifel einschleichen, denn der Widersacher ist ja nach wie vor auf dem Plan. Der schon wusste, Jesus Dinge ins Ohr zu flüstern, um seine Gottessohnschaft in Frage zu stellen. Ja, bist du der Sohn Gottes? Dann tu doch, mach doch aus diesen Steinen Brot. Ist doch eine Kleinigkeit, ne? Also wenn der Herr Jesus Zweifeln oder Anfechtungen zu Zweifeln ausgesetzt war, so sind auch wir diesen Anfechtungen ausgesetzt. Ganz sicher nicht in dieser Intensität, aber er wird es immer wieder versuchen. Und darum haben wir das Wort, darum haben wir die Bibel, das Alte und das Neue Testament, das uns hilft, einfach unseren Glauben zu festigen. Er hat es gesagt, er hat es geschrieben, es ist festgelegt. Die Prophezeiungen haben es bewiesen und ich halte mich daran und halte fest, dass Jesus ist der Herr, der Messias. Er ist nicht nur der Herr, er ist mein Herr und ihm folge ich gerne nach. Also lasst uns auch heute mit dieser Entschlossenheit und Entschiedenheit Jesus nachfolgen und ihn auch bekennen, da wo wir die Möglichkeit haben. Also, dann für heute einen schönen Tag wünsche ich dir und der Herr segne und behüte dich. Und wenn du kannst und möchtest, kannst du auch diese kleine Botschaft an Bekannte, an Freunde weiterleiten. Vielleicht wird es ihnen auch helfen, aus ihren Zweifeln im Glauben fester zu werden. Danke dir. Servus. Bis morgen dann, okay? Servus.